Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, diesmal wieder Lipperland Zoo. Ist man ja mittlerweile eigentlich gewohnt, immer eine Serie, die dann durchgehend behandelt wird. Und in dieser Folge wird es wieder ein Tiergehege geben. Da freue ich mich auch drauf, wieder endlich mal ein Tiergehege zu bauen. Ja, meine videotechnisch ist es natürlich erst ein Video, wo wir dieses Zentrum mit dem Spielplatz und dem Teich da gebaut haben, und davor war ja ein Tiergehege, aber ich habe out of cam oder ohne Aufnahme ein bisschen an den Beeten gebastelt und auch so ein bisschen Szenerie gemacht, damit man das halt einfach im Video nicht drin hat. Ich denke, wenn man das zu oft macht, wird es auch irgendwann langweilig. Ja, deswegen freut mich auf jeden Fall, dass ich heute wieder ein Tiergehege bauen kann. Habe ich richtig Bock drauf. Und ja, ich würde sagen, wir springen gleich einfach mal ins Speedbuild. Und während des Speedbuilds werde ich dann auch ein bisschen was dazu erzählen, was wir heute für Tiere bauen. Beziehungsweise welches Gehege. Da sind wir dann, da hatten wir jetzt auch den Sprung. Da habe ich ein wenig gepatzt. Und ja, wir werden heute den Präriehund ein neues Zuhause geben. Hatte mir gedacht, jetzt haben wir hier ja so eine kleine Insel, nenne ich es jetzt einfach mal. Und da haben wir jetzt nicht so sonderlich viel Platz. Deswegen hatte ich mir ja dann so die Frage gestellt, was können wir hier denn überhaupt für ein Tier unterbringen? Bringt das auch wirklich was, da jetzt ein Tier unterzubringen, oder wird es dann viel zu klein? Und ja, waren halt so ein paar Überlegungen, aber es ist auf jeden Fall mehr als genug Platz für die Präriehunde, und von daher habe ich da auch dann mal einfach so kein Problem mit. Im Gegenteil, das fügt sich im Nachhinein auch wunderbar in diesen Teil ein. Gibt natürlich den Besuchern auch noch einen Grund mehr, sich in diese Richtung hier zu begeben, und belebt dann natürlich alles noch ein bisschen mehr. Ja, mit den Zäunen und so, da war ich so ein bisschen am Überlegen, wie ich das mache, ob ich rundherum komplett Glas mache oder ob ich auch so ein bisschen Holzzäune, so wie da jetzt, mache. Ja, mit dem Komplettglas war ich dann doch relativ schnell wieder weg von, weil ich persönlich dann so ein Problem damit hatte, dass die Besucher bei Glas rundrum stehen bleiben würden und immer gucken würden. Ja, und das wollte ich eigentlich nicht. Also ich hatte mir dann so gedacht, dass ich so meine ein, zwei Positionen habe, wo ich die Besucher gerne stehen haben möchte, und ja, da habe ich dann halt den Holzzaun so ein bisschen abgeflacht, dass man da halt quasi dann vorgegebene Sichtpositionen hat, von wo aus man ins Gehege gucken kann. Ermöglicht den Tieren dann natürlich auch irgendwie so eine Art Blickschutz zu haben, indem sie sich einfach dann irgendwo verstecken können, von wo die Besucher keinen Blick auf die Tiere bekommen. Und ja, ich denke, das hat auch schon ein bisschen was Gutes für die Tiere so. Ja, da hatte ich dann jetzt versucht, schon wieder so ein bisschen Deko ins Gehege mit einzubeziehen. Was mir dann halt im Nachhinein überhaupt nicht gefallen hat, war einfach diese ebene Graslandschaft, die wir da drin haben, so quasi wiesentechnisch. Das war halt gar nicht das, was ich mir so vorgestellt hatte. Und da habe ich mir dann überlegt, so einen kleinen Berg nachher reinzubauen, das wird man dann noch sehen. Und diesen Berg dann, ja, als so eine kleine Erhöhung, wo man dann so eine Art Brücke hat, diese Gesteinsbrücken. Das lockert dann auch alles so ein bisschen auf, und ich denke, das macht schon so einen ganz guten Eindruck dann damit. Ja, da versuche ich mich jetzt an so einem Schiebetor.
Wie gesagt, wollte ja versuchen, alles ein bisschen realistischer zu halten in diesem Zoo. Dementsprechend auch immer versuchen, so ein paar Türen und Tore hier irgendwie zu integrieren, damit, wenn man halt in das Gehege reinguckt, das alles ein bisschen realistischer aussieht. Hab dann über diese Metallpfeiler, Pfosten, wie auch immer die jetzt genau heißen, versucht, so eine Art Schiebevorrichtung zu simulieren, also so Schienen. Ich denke, das ist mir auch ganz gut gelungen. Ich bin auf jeden Fall ziemlich zufrieden damit. Ich hätte mir das jetzt irgendwie persönlich ein bisschen schwieriger vorgestellt, das so hinzukriegen oder auch so zu bauen. Dann hatte ich noch versucht, wird man nachher sehen, im Inneren so ein bisschen Scheinwerfer zu platzieren, die dann Rotlicht simulieren sollen, als ob das dann quasi so hier in deren Bau ein bisschen aufgeheizt wird. Ja, und hab dann halt auch die Gehegetüren noch ein bisschen verziert. Also, nee, nicht verziert, sondern dekoriert. Da ich die lieber in meiner Mauer verstecke und dann irgendwie so eine, ja, das sind ja auch Ingame-Türen, aber so eine Tür aus dem Baumenü nehme, weil mir die dann in der geschlossenen Variante doch wesentlich besser gefallen als die Gehegeeingänge. Hier hätte ich dann jetzt erstmal versucht, so ein bisschen über Terraforming und Geländemalerei das attraktiver zu machen, hatte mir dann irgendwie aber doch nicht so gefallen, weswegen ich dann ja später, wie ich vorhin schon erzählt habe, diese Steinbrücke da bauen werde. Und damit gefällt mir das dann um einiges besser als so. Ja, hier hatte ich dann diesen in Anführungsstrichen Trick mit dem Wasser verwendet. Ich meine, mittlerweile müsste eigentlich jeder diesen Trick, nenne ich ihn mal, kennen, indem man dieses Wasser auffüllt und dann diese ganzen Spielzeuge und Enrichment-Items platziert, verändert sich halt das Terraforming nicht mehr. Und dadurch kann man ja das, was man alles vorbearbeitet hat, dann ja, auch so behalten und muss dann nicht wieder nacharbeiten. Lohnt sich meiner Ansicht nach meistens bei einem Teil oder so nicht. Das kann man immer gut wieder nacharbeiten. Aber wenn man dann ja, schon einige Teile reinsetzt, dann finde ich, lohnt es sich auf jeden Fall, da diesen Wassertrick dazu zu verwenden. Hier verstecke ich dann jetzt noch diese Barrierestruktur, also diesen Holzzaun. Man hätte den jetzt natürlich dann auch durchsichtig machen können, aber das Problem mit den Steinen ist, dass die Besucher da durchgucken können. Also wir haben extreme Heroes als Besucher, die können halt durch Steine und so durchgucken. Ja, die sind halt schon absolut krass.
Und damit die das halt nicht machen, lasse ich diese Barriere in der Holzoptik einfach da drin. Ja, durch die Holzbarriere können sie nicht durchgucken, dementsprechend dann durch die Steine auch nicht. Und das macht es dann auch wieder ein bisschen realistischer, als wenn du dann da Besucher stehen hast, die durch die Steine durchgucken können. Ja, auf der anderen Seite habe ich dann jetzt versucht, das nicht so zu machen, dass die Barriere aus Steinen besteht. Sondern da habe ich dann versucht, die Steine wirklich innerhalb des Geheges zu haben. Hatte dann aber auch schon wieder so ein bisschen Sorge, dass das alles ein bisschen zu klein wird. Aber habe ich mir ganz umsonst Sorgen gemacht, das passt also wunderbar. Mit den Kanten hatte ich mir dann auch gedacht, was man da jetzt Gutes machen kann. Aber das hat auch wunderbar funktioniert über diese Kieselsteine oder also diese Steinhäufchen. Damit kann man solche Sachen dann immer wunderbar kaschieren. Ja, und damit haben wir quasi ein künstliches Plateau mit so einer Steinbrücke geschaffen. Ja, zu den Präriehunden finde ich, passt das auf jeden Fall super. Ich meine, man kann jetzt eh nicht so viel gestalten bei denen, meiner Meinung nach, weil die wirklich ein Problem mit den Pflanzen haben. Als nordamerikanische Tiere hat man gefühlt drei Büsche. Und ja, ich glaube, drei Büsche, ein Blümchen, ein Bäumchen wahrscheinlich. Aber da man keine großen Bäume jetzt in so einem Kleintiergehege möchte, ist man ja quasi schon fast auf dieses afrikanische Gras, was nicht als Pflanze zählt, angewiesen. Und dann hat man seine gelben Blümchen und das war's dann quasi schon. Und Brennnesseln, gut, Brennnesseln kannst du, glaube ich, überall einsetzen. Ansonsten haben wir da schon wirklich gar nicht mehr so große Auswahl. Weil selbst diese ganzen Büsche und so, die sind eigentlich schon extrem groß, wenn man Sachen für so kleine Tiere wie die Präriehunde bauen möchte. Ja, über diese Balken an den Fenstern habe ich nochmal versucht, ein bisschen mehr Struktur reinzubringen, damit das ja, vernünftiger aussieht, weil mir das meistens nicht so gut gefällt, wenn die Fenster direkt in diesen vorgegebenen Fenstern der Wände drin sind. Das sieht dann so, ja, weiß ich nicht. Deswegen finde ich es eigentlich mal cooler, wenn man dann schon so Holzbalken noch mit reinmacht und vielleicht auch so ein paar Metallbalken oder Metallstangen, die dann quasi als Fensterfundament bzw. Als Halterung dann dienen. Und da, wie anfangs erwähnt, die Rotlichtlampen für die Präriehunde Bauheizung, also als Heizung für den Bau. Ich finde, das kommt auch ganz gut an, wenn man da als Besucher langläuft. Allgemein finde ich eigentlich das Gehege ziemlich gut geworden. Also dafür, dass das so ein kleines innenliegendes Inselchen war, denke ich, kann man das schon vorzeigen. Könnt ihr auch gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Was haltet ihr jetzt von dem Gehege? Also von so einem kleinen Gehege, was man einfach mal schnell dazwischen setzt. Ich denke, so als Publikumsmagnet und so kann man damit schon sehr gut arbeiten. Ja, da war ich mir dann auch nicht sicher, wegen dem Beet, was ich da mache, ob ich wieder mit Hölzern und einem Baum gehe
oder ob ich das dann doch mit diesen Steinen mache. Schlussendlich habe ich mich dann für in so ein Steinbeet entschieden. Fand einfach, das macht schon ja, einen besseren Eindruck, als alles gleich zu haben, weil so ein bisschen Unterschied, das ist auf jeden Fall für das Auge, wenn man dann da durchläuft, viel besser. Ja, genau deswegen eigentlich. Mehr brauche ich dazu auch gar nicht sagen. Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da jetzt noch großartig erzählen soll. Hoffe, euch hat das Video so gefallen. Ich hoffe, das Gehege auch. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wie ihr es findet, ob ihr es genauso gebaut hättet oder was anders gemacht hättet, was euch jetzt nicht so gut gefällt. Ein bisschen Kritik und so. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil ansonsten wird man ja auch nie was ändern. Kennt ihr ja von mir. Und in dem Sinne, schaut gerne das Video noch zu Ende. Am Ende kommt ja so eine Art Cinematic, wo ich noch einmal so einen kleinen Walkthrough mache. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao, ciao.